Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Webinar unserer Reihe Ansible Digital, nützliche Tools und Strategien für dein Business. Ja, mein Name ist Christian Wegener und gemeinsam mit meiner Kollegin Julia Beckmann betreue ich hier in der IHK zu Lübeck die IT-Branche und den Arbeitskreis Ethika und Digitalisierung. Heute haben wir wieder ein spannendes Thema. Wir haben ja momentan den Cybersicherheitsmonat, den europäischen. Und da passt natürlich perfekt, dass wir heute sozusagen das Thema nochmal aufgreifen. Was passiert eigentlich bei einem Cyberangriff? Und ich freue mich, dass jemand aus unserem Arbeitskreis, Fabian Schmidt, um genau zu sein, von Melting Mind, uns einmal mitnehmen wird und einmal aufzeigen wird, was passiert bei einem Cyberangriff und was genau habe ich da zu erwarten. Bevor wir gleich einsteigen in das Thema und ich an Fabian übergebe, sage ich nochmal ganz kurz, wie das bei uns hier abläuft. So. Sie haben es alle schon mitbekommen, Sie sind stumm geschaltet und Sie haben auch keine Möglichkeit, Ihre Kamera zu aktivieren. Hat den guten Grund, dass wir das Webinar hier aufzeichnen und es wäre natürlich ein bisschen schwierig, das später ins Netz zu stellen, wenn wir sozusagen dann datenschutzrechtliche Bedenken hätten. Nichtsdestotrotz möchten wir natürlich auch eure oder ihre Fragen und Anregungen mit aufnehmen. Dafür gibt es hier bei uns in der Anwendung ein schönes Feld, das nennt sich F&A, steht für Fragen und Antworten. Und wenn ihr dieses Feld darauf klickt, dann sollte ein Dialogfeld erscheinen, was so oder so ähnlich aussieht. Und ich würde mal sagen, wir probieren mal, ob das Ganze klappt. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir vielleicht mal eure Einschätzung gebt oder was ihr glaubt, wie lange sind Hacker in einem System, bevor sie sozusagen identifiziert werden, beziehungsweise bevor der Angriff eigentlich startet. Sprich, wie groß ist die Verweildauer? Was glaubt ihr? So, und jetzt gucke ich mal, ob da auch schon Antworten reinkommen. Das ist der Fall. Hat zwei gute Gründe. Ihr könnt mich hören. Und das zweite, ihr habt das Feld gefunden. So, dann schaue ich mal rein, was so die gängigen Meinungen sind. 100 Tage, ein Monat, eine Woche, 3 Monate, Jahre sogar, okay. 6 Monate, mehrere Monate. Also ich sehe schon, einige sagen 2, 3 Tage. Ist ein sehr, sehr breites Feld. Wahrscheinlich ist es auch sehr, sehr schwierig, die richtige Antwort zu finden. Ich habe jetzt mal nach einer Studie gesucht, die das mal analysiert hat. Ist aus 2022, also nicht ganz up to date. Aber dort wurde mal ermittelt, dass es 34 Tage im Schnitt sind. Ja, also das vielleicht so ein bisschen ein Fact, den man mal mitnehmen kann. Also es sieht noch alles ganz normal aus. Trotzdem können sozusagen dann schon die Angreifer im System sein. Gut, vielleicht kann Fabian nachher mal ein bisschen was dazu sagen, was seine Erfahrungen in dem Bereich sind. So, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Und zwar genau. Über dieses F&A-Feld habt ihr die Möglichkeit, uns Fragen zu stellen. Sind es Verständnisfragen, versuchen wir die auch relativ zeitnah zu beantworten. Alle weiteren heben wir uns fürs Ende auf. Da haben wir nochmal so einen kleinen Frage- und Antworten-Block. Neben diesem F&A-Feld seht ihr unten auch noch ein Chatfeld. Das ist da, da könnt ihr leider nicht chatten untereinander, sondern das ist dafür da, dass wir Informationen mit euch teilen. Das heißt, wenn eine interessante Studie ist oder sowas, versuche ich das schnell im Netz rauszufinden, euch darin mitzuteilen oder andere Veranstaltungshinweise. Wichtig für uns ist nochmal, dass ihr uns ein Feedback gebt, wie euch das ganze Webinar gefallen hat. Vor allem auch, was sind weitere Themen, die wir gerne für euch mal bearbeiten sollen. Da habt ihr die Möglichkeit im Anschluss, wenn ihr das Webinar verlasst, werdet ihr darum gebeten oder gefragt, ob ihr noch an der Befragung teilnehmen möchtet. Und würde mich freuen, wenn ihr das sozusagen dann nutzt. Gut, damit bin ich mit meinem Teil auch schon am Ende. Letzter Hinweis nochmal, bitte oben auf Vollbild stellen, dann kann man uns am besten verfolgen. Ja, und damit wäre ich soweit, dass ich direkt an Fabian übergeben kann. Moin, moin. So, dann wollen wir doch mal versuchen, ob das mit der Freigabe alles wieder so wunderbar klappt wie beim letzten Mal. Das sieht doch gut aus. Gut. Super. Ja, vielen Dank für Ihre rege Teilnahme schon mal. Das Thema IT-Sicherheit lebt und fällt ja damit mit der Awareness dieses Themas. Insofern freue ich mich umso mehr, wenn ganz viele Leute gespannt sind auf dieses Thema und quasi ein bisschen was mitnehmen. Das Thema kennen Sie ja schon, da haben Sie sich auch angemeldet. Einmal kurz nochmal so eine kleine Auflockerung. Es geht in diesem Fall heute nicht um Malware, auch nicht um Malware, aber auch das ist natürlich im Bereich IT-Sicherheit ein großes Thema. Dazu gibt es auch nochmal andere Webinare von der IHK und aus diesem Bereich. Da würde ich gerne auch nochmal darauf hinweisen. Ich glaube, in der Mediathek müsste auch schon mal das eine oder andere zu diesem Thema vorhanden sein. Ich möchte mich und die Firma einmal vorstellen. Melting Mind gibt es jetzt seit
gut 25 Jahren. Wir sind einmal so im Bereich IT-Sicherheit, IT-Strategie aber auch und entsprechend der Umsetzung von beidem zu Hause. Haben auch noch einen Bereich Anwendungsentwicklung, wo wir Shop-Systeme, CRM-Systeme und ähnliches entwickeln und betreiben in Lübeck eigene Rechenzentren, wo wir dann die Anwendung oder die IT auch entsprechend für unsere Kunden und für uns selber natürlich auch betreiben und betreuen. So, ich will gerne starten mit zwei Fragen, um das so ein bisschen aufzulockern, um so ein bisschen noch schon so ein bisschen so ein Gefühl zu bekommen. Und zwar, wissen Sie, ob Sie schon mal Opfer eines Angriffs waren? Und die zweite Frage klingt so ein bisschen ähnlich, ist aber im Zweifel anders. Vermuten Sie, dass Sie schon mal Opfer eines Angriffs waren? Genau, da sehen Sie jetzt quasi auch bei sich in Ihrem Zoom so jetzt die Möglichkeit abzustimmen. Genau, und das tun sie auch schon rege. Wir sehen schon hier bei uns die Balken ein bisschen hin und her laufen. Wir Mal wollen das auch nicht gucken. alles nicht so steif machen und so dieses Thema, weil das Thema lebt halt wirklich vom Mitmachen und vom auch mitdenken wollen und so weiter. Deswegen darf man auch mal mit einem kleinen Augenzwinkern ja, reingucken. Spannend. Irgendwie haben mehr die Frage 2 beantwortet als die erste Frage, sehe ich gerade. Aber ich sehe, dass wir jetzt bei dem ersten schon 80% sozusagen daran teilgenommen haben. Ich würde einfach mal sagen, das ist ja schon eine gu gute Basis und würde sozusagen die Umfrage dann jetzt auch gleich beenden und dann die Ergebnisse mal freigeben. Und dann kannst du das Ganze mal bewerten, Fabian. Genau. So, und jetzt sollten Sie die Ergebnisse sehen. Genau, das zeigt auch so ein bisschen, das finde ich sehr gut, das ist eine sehr realistische Einschätzung, das gefällt mir, weil das ist immer das Wichtigste. Awareness ist das Nummer eins Thema, wenn man einfach weiß, okay, ich weiß nicht, ob ich das schon war, ich glaube nicht, aber vielleicht, man weiß es nicht so genau. Und das ist halt genau der Punkt, um den es jetzt auch gleich gehen wird. Darf die Freigabe, glaube ich, einmal beenden. Kannst wegexen, das kann ich bei dir nicht machen. Ach so, okay, gut. Sehr gut. So. Ich will erstmal anfangen mit der aktuellen Lage. Wie sieht es denn überhaupt aus im Bereich IT-Sicherheit in Deutschland, in der Welt? Ich habe da ein paar Informationen einmal vom BSI aus 2020, 2019 mitgebracht. Da waren es noch 117 Millionen Schadprogrammvarianten. Das war dann 2021 schon mal 144 Millionen. Da gibt es auch so schöne Sachen wie zum Beispiel 98% aller geprüften Systeme waren durch Schwachstellen in MS Exchange verwundbar und ähnliches. Und das trifft auch durchaus zu. Es gibt eigentlich nie die Frage, ob man gehackt wird, sondern immer nur die Frage, wann man gehackt wird. Und wie häufig. Und auch das finde ich nochmal eine schöne Übersicht. Durchschnittliche Lösegeldzahlungen pro Quartal. Leider weiß ich da nicht pro Fall, pro Case oder ähnliches. Kann mir das auch durchaus vorstellen, dass es pro Case gedacht ist. Das Geld, was da durchläuft, das wird halt immer mehr und die Lösegeldforderungen werden auch immer höher, weil halt auch immer mehr auch institutionelle Ziel dieser Angriffe werden. Also Kommunen, Krankenhäuser, etc. Aktuelle Zahlen, das ist so ein bisschen, ich möchte ja, wie gesagt, Awareness ist für mich besonders wichtig. Im November kommt der Lagebericht des BSI für 2024 raus. Der für 2023 ist natürlich schon im Internet verfügbar und ist auch eine sehr schöne Quelle, um sich da einmal selber zu informieren. Das ist ein PDF mit, glaube ich, 60, 70 Seiten. Klingt jetzt erstmal viel, wäre aber so mal ganz angedacht, dass alle, die sich in diesem Bereich halt näher informieren wollen und den noch nicht kennen, den einmal sich ja, zu Gemüte führen. Genau, so rein frei pädagogisch, wie man das immer so sagt. Wir machen das ja hier nicht, damit alle durch die Prüfung kommen, sondern dass alle durchs Leben kommen. Was ist bei uns passiert? Was war los? Ich mache das jetzt chronologisch, das heißt nicht, wie wir das erfahren haben, sondern wie es zeitlich wirklich passiert ist. Im Oktober letzten Jahres gab es in einem unserer Dokumentationssysteme eine Zero-Day-Lücke. Eine Zero-Day-Lücke ist eine Lücke, das möchte ich einmal kurz erklären, für die der Hersteller noch kein Patch, noch kein Update bereitgestellt hat und oder vielleicht auch noch gar nicht davon weiß, dass es diese Lücke gibt. Also eine Lücke, gegen die man sich
kompliziert und schwer nur werden kann, je nachdem, wie das System aufgestellt ist. Und das passierte, wie gesagt, im Oktober durch eine Gruppe, vornehmlich aktueller Stand russischer Hacker, die sich so ein bisschen auf das darauf spezialisiert hatten, auf eine bestimmte Software und diese Software dann halt quasi abgegrast haben. Das heißt, die sind durchs Internet gegangen, haben ihre Kunden eingesammelt und haben erstmal Daten gesammelt über mehrere Monate und einen längeren Zeitraum. Dann kam es nachher zur Kontaktaufnahme und zwar Ende April 2024. Also da kommen wir wieder schon zu diesem Thema, was eben gerade Christian als offene Frage ja gestellt hatte. Wie lange glauben Sie, sind Hacker denn in System drin? Bei uns, da komme ich nachher am Ende zu, waren sie zum Glück nicht so lange drin. Aber der Zeitraum zwischen, dass die da waren und Daten in dem Fall mitgenommen haben, weil das ist das, was bei uns halt passiert ist, sie haben bei uns nicht das System verschlüsselt. Das findet man ja meistens relativ schnell raus, zumindest wenn man mit einem System dann auch arbeitet, wenn auf einmal die Daten alle falsch sind oder fehlen. Aber sie haben bei uns quasi Daten mitgenommen. Und Ende April haben sie dann mit uns Kontakt aufgenommen und parallel im Dark Web halt schon angedroht mit einem schönen Countdown. Das möchte man auch immer gerne sehen, natürlich von seinem eigenen Unternehmen, wann diese Daten denn veröffentlicht werden für alle. Zum Ansehen inklusive kleiner Beispiele und ähnliches. Da sind wir dann auch zusätzlich noch vom BSI direkt und vom CERT darauf hingewiesen worden per E-Mail. Das war an einem Sonntag früh. Damit sind wir dann konfrontiert worden, so unter dem Motto: So, guck mal, da bedrohen euch Leute, guckt euch das an. Parallel, wie gesagt, kam dann von den netten Herren dann natürlich auch direkte Kontaktaufnahme, inklusive Info, wie man die denn selber kontaktiert und natürlich auch gleich der Information, was man denn bezahlen muss, damit sie das nicht veröffentlichen. Dann schließt sich nämlich jetzt schon der Kreis, was ist passiert, so ein bisschen auf, weil dann kommt nämlich der spannende Part, was passiert, ist ja immer relativ. Ich habe nämlich noch ein paar Fragen, und zwar in dem Fall zwei Stück. Und zwar haben Sie Ihre Bemühungen seit 2022, also das ist ungefähr ja so ein Epi-Zeitpunkt im Bereich IT-Sicherheit, in dem Bereich gesteigert und planen Sie für 2025 und folgende noch eine weitere Steigerung in diesem Bereich? Genau. Auch hier haben wir jetzt die Umfrage gestartet. Das heißt, bei euch auf dem Bildschirm müsst ihr jetzt wieder das aufploppen. Und wir freuen uns natürlich dann wieder über rege Teilnahme. Auch das läuft schon wieder ganz gut. Spannend, wie sich die Balken bewegen. Ja, ich kann das Webinar können wir jetzt hier beenden, weil wenn so viele Leute das A schon gesteigert haben und dann auch weiterhin steigern, dann haben wir unseren Auftrag quasi, den wir über die IHK machen, natürlich schon voll erfüllt. Okay, das kürzeste Webinar, was wir jemals hatten. Naja, jetzt haben wir die Frage, Steigerung ist ja auch ein 1 Euro. Also gut, jetzt Ist ja ne, relativ, genau, das ist ist relativ. genau, Genau, ich aber. glaube, wir kommen jetzt noch so ein bisschen ans Ende. Wir haben wieder über 80% der Personen, die drin sind, die daran teilgenommen haben. Ich will sie jetzt auch nicht länger auf die Folter spannen und das Ganze mal freigeben. Oder was meinst du, Fabian? Ja. Ne? Gut, dann sollten Sie jetzt die Ergebnisse sehen. Genau, also das ist natürlich ein sehr, sehr positives Bild, finde ich jedenfalls. Das zeugt davon, dass Awareness da ist, zumindest bei den Leuten, die jetzt gerade hier im Webinar sind. Wir müssen natürlich immer noch, das ist ja die Aufgabe unter anderem von uns im Arbeitskreis innerhalb der IHK, noch alle anderen, die jetzt gerade nicht im Webinar sind und entsprechend IT-Systeme betreiben, was ja heutzutage jeder ist, quasi so ein bisschen inhaltlich mitnehmen. Kommen wir dann zum spannenden Teil. Wie ging es weiter? Also, wir wurden kontaktiert, wir haben uns das angeguckt es war ein Sonntag. Sonntag ist immer ein schöner Tag, da arbeiten wenig Leute. Nachdem uns dann klar war, okay, das ist real, man kriegt ja jeden Tag irgendwelche Mails, wo einem irgendwas angedroht wird oder irgendjemand hat von irgendjemandem irgendwas und wenn man doch irgendwie ein, zwei Bitcoins von A nach B schiebt oder so, dann wird das alles wieder vergessen sein. Insofern ist es natürlich immer wichtig zu wissen, ist das echt? Ist diese Bedrohung echt? Wir konnten dann anhand der Informationen, die im Dark Web zur Verfügung standen, analysieren, ja, das sind Daten, die nicht in die Öffentlichkeit gehören, nämlich aus unserem Dokumentationssystem.
Und wir wussten aber auch anhand dieser Daten, welches von unseren Systemen betroffen sein sollte. Wir sind dann direkt damit angefangen, weil wir einfach dann in dem Moment wussten, okay, wir müssen ja was tun. So, ne, wir können ja weder, selbst für den Fall, dass wir uns jetzt dazu entscheiden sollten, die komplette Summe quasi zu bezahlen, also quasi die Erpressungsforderung quasi komplett zu erfüllen, müssen wir ja trotzdem was tun. Wir können das ja nicht so stehen lassen. So, ne? Vor allem, wenn man halt weiß, okay, die haben ganz viele Daten oder relativ viele Daten. Wir haben dann das entsprechende System natürlich sofort offline genommen. Das war quasi nicht wirklich richtig nötig, weil wir hatten es schon im Oktober letzten Jahres aus dem öffentlichen Internet nicht mehr erreichbar gemacht. Dazu komme ich auch gleich noch. Das ist dann der positive Aspekt davon. Und wir sind dann das gesamte System anhand eines Klons komplett durchgegangen und haben es erstmal geclustert. Was sind Themen Datenschutz, was sind Themen IT-Sicherheit und was interessiert einfach niemanden? Also unser QM-Handbuch war drin. Aber ganz ehrlich, wenn sich jemand dafür interessiert, wie häufig bei uns irgendwelche Papiermüllkörbe quasi geleert werden oder so, ist das egal. Das heißt, wir haben überall geguckt, wo sind Namen von Personen, wo sind andere personenbezogene Daten enthalten. Das war für den Bereich Datenschutz und für den Bereich IT-Sicherheit, wo sind irgendwelche Zugangsdaten, Links, Diagramme, was auch immer, was man halt im Zweifelsfall ausnutzen könnte. Das haben wir erstmal geclustert, eingeteilt. Das ist der Haufen Datenschutz, das ist der Haufen IT-Sicherheit. Im Bereich IT-Sicherheit haben wir dann Untercluster gebildet, die für uns relevant waren. Da ging es dann um solche Themen wie, was ist von extern auch ausnutzbar, was ist von extern nicht ausnutzbar, um einfach die Gefährlichkeit einfach zu klassifizieren, um einfach zu sagen, okay, komm, das müssen wir ändern. Oder das, ja, das sollten wir ändern, müssen wir jetzt aber nicht innerhalb der nächsten Tage, weil der Countdown, der uns von den netten Herren aus Russland gegeben wurde, das waren bummelig noch 6 Tage. Und das war natürlich eine sportliche Zeit, und zwar zu sportlich, um zu sagen, okay, wir nehmen das jetzt auf die leichte Schulter. Und gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, nur weil die das nicht veröffentlichen, heißt das ja nicht, dass die das nicht auch, die haben das ja selber. Und entsprechend hat es ja irgendjemand, also müssen wir es ja generell als komplett in dem Moment schon als geleakt halt quasi interpretieren. Wir haben dann auch nochmal unterschieden zwischen Daten, die wir selbstständig ändern können und Daten, die wir in Kooperation mit unseren Kunden natürlich ändern können. So. Dann haben wir angefangen, das haben wir alles am Sonntag gemacht. Das ging nachher in den Montag hinein und Dienstag auch teilweise noch weiter, wo dann nochmal unterkategorisiert worden ist. Wir haben dann mit der internen Kommunikation angefangen, haben dann noch neue Kräfte quasi für Montag halt quasi und Dienstag, also für die Woche aktiviert, dass wir in dem Bereich halt einfach ein bisschen stärker aufgestellt sind als normalerweise an einem normalen Tag. Das war auch der Tag vor dem, also die Woche vor dem 1. Mai, also wo der 1. Mai drin reinfällt, da ist eh im Zweifel halt alles entspannt und ruhig. Und wir haben uns an etwas sehr, sehr Wichtiges gesetzt. Wir haben uns an die Meldung für den ULD gesetzt, also für den Landesdatenschutz hier in Schleswig-Holstein. Hier ist uns ja eine 72-Stunden-Frist ab Kenntnisstand, also ab Kenntnisnahme quasi gesetzt. Und die wollten wir natürlich ungern unnötigerweise verstreichen lassen. Durch unsere Clusterung waren wir natürlich da relativ zielgerichtet in der Lage, diese Meldung sinnvoll abzugeben, und konnten umgekehrt aber auch dort schon aufgrund dessen, weil wir uns ja gesagt haben, okay, was haben wir vor, was ist unser Plan, schon direkt kommunizieren, was machen wir denn jetzt? Also was sind unsere nächsten Schritte? Was unternehmen wir, um diesen Sicherheitsvorfall sicher quasi und sinnvoll halt abzuarbeiten und quasi den Schaden von personenbezogenen, aber auch IT-sicherheitstechnischen Daten halt so niedrig wie möglich zu halten. Wir hatten dann diese Informationen auch an das CERT weitergegeben, die auch natürlich daran Interesse hatten, wie geht es jetzt weiter. Und damit die auch informiert sind, was jetzt passiert, die hätten im Zweifelsfall auch noch Assistenz angeboten. War jetzt in dem Fall, weil wir ja ungefähr schon wussten, was wir tun wollen, und es ja schon angefangen haben, dann in dem Moment nicht mehr nötig. Was dann so ein bisschen gestört hat, war ganz ehrlich die Presse. Die ist
darüber ein, zwei Wege darauf aufmerksam geworden und hat dann angefangen, quasi Mail zu schreiben mit dem Hinweis, ja, wir machen da jetzt eine Story draus und wir veröffentlichen das und ähnliches. Das hatten wir so halt nicht vorhergesehen, dass das, also das war halt auch unserem Plan halt generell, also ehrlicherweise nicht vorgesehen, dass wir irgendwie mit der Presse so früh schon reden müssen, bevor wir überhaupt alles sortiert hätten und ähnliches. Die große Herausforderung war da natürlich, in dem Moment, wo es an die Presse geht, sind die Mitarbeiter möglicherweise nicht mehr in der Lage, die Aufgaben zu erledigen, also die Daten weiter, noch weiter zu schützen, weiter quasi zum Beispiel Zugangsdaten zu ändern und ähnliches. Wenn halt dauernd das Telefon klingelt, die Leitungen nicht frei sind, weil alle Kunden halt durcheinander halt anrufen. So, das ist halt dann in dem Moment nicht hilfreich. So, natürlich kann ich das vollkommen verstehen, wir haben eine freie Presse, jeder darf schreiben, was er möchte. Und natürlich gibt es dann möglicherweise natürlich auch ein öffentliches Interesse daran, wenn sowas passiert. Das kann ich nachvollziehen. Hätte mir natürlich da von Seiten der Presse gewünscht, dass man damit ein bisschen mehr zeitlichem Spiel hätte arbeiten können und so weiter, aber das war von deren Seite wohl nicht gewünscht. Klicks zählen halt mehr als ja, sinnvolles Handling von solchen durchaus sensiblen Informationen. Warum das am Ende überhaupt nicht so schlimm war, dazu komme ich gleich, weil das ist nämlich etwas, was für mich sehr, sehr erhellend war. Was hat uns geholfen? Warum konnten wir das eigentlich alles so dann mit viel Aufwand gut umschiffen. Wir hatten sehr, sehr schnell eine Kenntnis des Umfangs. Und das ist, was da super wichtig ist, was man nicht immer hat, ja. Aber das hat uns natürlich super geholfen, weil in dem Moment, wo man halt überhaupt weiß, wo sind die Leute oder wo waren die Leute, um welche Daten geht es, was ist betroffen, kann ich natürlich viel leichter agieren. Hallo, Christian. Hallo, ich hatte es ja vorhin mal angekündigt, ich schalte mich ab und zu mal rein. Kannst du ganz kurz sagen, was das Zert ist? Das CERT ist hier in Norddeutschland, CERT Nord, das ist so eine Organisation, ich weiß gar nicht, ob die sind, glaube ich, auch von den Ländern Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern möglicherweise. Die sind für, ich will jetzt nicht sagen, dass es so ein kleines Landes-BSI ist oder so, aber die sind halt dafür da, halt quasi in solchen quasi Lagen halt auch zu helfen, zu unterstützen oder die überhaupt erstmal auffindig zu machen, damit das halt nicht unterm Radar quasi abläuft. Genau, wie gesagt, für uns super wichtig. Wir hatten die Kenntnis des Umfangs, wir wussten, was war los. Wir hatten vorher schon Erfahrung mit dem Kundendienst, mit dem wir dann nämlich gesprochen haben. Also das geht dann ja so schön über Telegram. Und dann, also die meisten Hacker haben wirklich einen 24-Stunden-Support. Das ist sehr, sehr kundenfreundlich alles da. Die wollen ja auch nur das Beste von uns, also unser Geld. Die Daten haben sie ja schon. Und wir hatten da schon in mehreren Fällen, wo wir das halt für Kunden schon betreut haben, wo wir bei Kunden schon solche Fälle betreut haben, schon genug Erfahrung mit denen, wie muss ich mit denen reden, wie muss ich mit denen quasi verhandeln. Und das hat natürlich sehr, sehr geholfen, dass man einfach da die entsprechende, ich will mal sagen, so Ruhe hatte, auch ein bisschen quasi so dieses typische Anstarrspiel zu spielen, so unter Motto, so ja gut. Wenn du dich halt nicht bewegst, dann gibt es halt auch kein Geld. So. Wir haben dann auch mit denen eine Ratenzahlungsvereinbarung vereinbart, weil wir halt auch nicht die volle Summe, wir hatten eh nicht vor, die volle Summe zu bezahlen. Wir hatten auch nicht vor, die generell grundsätzlich erstmal zu bezahlen. Aber aufgrund des Timings mit dem 1. Mai waren relativ viele Kunden, die uns hätten helfen müssen. Wir können ja nicht einfach irgendwelche Zugangsdaten beim Kunden ändern. Der Kunde kommt dann ins Büro und nichts funktioniert mehr. Aber aufgrund des 1. Mai war das halt teilweise nur sehr eingeschränkt möglich, weil relativ viele Leute da halt im Urlaub, in Brückentagen und ähnliches waren. Daher haben wir uns dann, haben wir erstmal mit den netten Damen und Herren aus Russland dann vereinbart, dass wir da halt eine Ratenzahlung tätigen. Im Vorwege dieser Zahlung haben wir dann noch einmal quasi, dazu komme ich auch gleich, wer uns geholfen hat im nächsten Slide. Dazu, dass wir dann nochmal eine Freigabe von der Staatsanwaltschaft uns eingeholt haben, dass wenn wir diese Summe in dieses ja jetzt nicht mehr so für uns freundliche Land quasi in irgendwelcher Form transferieren, dass wir dann nicht bei irgendwelchen Ausschreibungen auf einmal ankreuzen müssen, dass wir mit Russen Geschäfte machen. Das ist für uns im öffentlichen Bereich durchaus sehr wichtig, dass wir da den Haken setzen können unter Motto, ja, haben wir nicht gemacht.
Mit denen sind wir uns halt, wie gesagt, zwischendurch einig geworden, sodass die erstmalige kurzfristige Veröffentlichung kurz nach dem 1. Mai erstmal vom Tisch war. Was sehr, sehr viel geholfen hat, war quasi Tee und kein Kaffee. Was ich damit sagen möchte, ist, das ist schlimm, das ist furchtbar. Anders als ein, also es gibt natürlich Szenarien, muss man schnellstmöglich handeln, aber auch selbst ein Feuerwehrmann wird ja einem auch mitteilen, dass man nicht einfach blindlings in ein brennendes Gebäude reinläuft, nur weil man vielleicht irgendwo noch einen Sprinkler anschalten könnte. Und genau das ist halt wichtig. Man muss in dem Moment sich im Zweifel auch nochmal 5 Minuten hinsetzen und einmal sagen, so, okay, Situation ist scheiße. Es gibt, also, ne, das war keine geile Situation. Aber jetzt halt quasi unnötig, quasi kopflos durch die Gegend zu laufen, macht im Zweifelsfall nur mehr kaputt, als es heile machen kann. Wir hatten den Vorteil, wir hatten schon eine fertige Struktur. Wir hatten schon entsprechende Notfallpläne. Und wir hatten entsprechend auch logischerweise aufgrund von unserer Ausrichtung als IT-Unternehmen das Know-how im Haus, um damit überhaupt umgehen zu können, um das überhaupt irgendwie verstehen zu können, das richtig bearbeiten zu können und ähnliches. Was man, wenn man das nicht hat, was einem da helfen kann, dazu komme ich gleich. Und was uns im Bereich der Presse richtig geholfen hat, war die Bubble. Mir war bis dahin, also ich hört man ja immer, oh, die eigene Bubble, ob es ein Facebook, LinkedIn ist oder was auch immer. Mir war schon klar, dass die existiert. Aber wie krass die existiert, ist mir nur da klar geworden, als ich die Presseveröffentlichung gesehen habe, die mehrfach durch LinkedIn und Facebook und Co. und sowas alles gewandert sind und komplett an unseren Kunden, die auf diesen Plattformen auch aktiv waren, vorbeigegangen ist. Die haben diese Meldung teilweise überhaupt nicht ausgespielt bekommen, weil die einfach in dieser, trotz Tagging und keine Ahnung was, in dieser Bubble drin steckte. Und das fand ich schon bemerkenswert. Das war für uns in dem Fall halt gut, weil halt das nicht eingetreten ist, von dem wir uns eigentlich haben so ein bisschen gefürchtet hatten, nämlich dass auf einmal ja, unser Support komplett überläuft mit Leuten, die halt, weiß ich nicht, ihr Lieblings quasi den Spitznamen ändern wollen, weil sie das als dritte Sicherheitsfrage für die iCloud eingegeben hatten. Also das war natürlich schon positiv. Was auch positiv war, und wo ich ehrlich auch nicht mit diesem Umfang überhaupt gerechnet hatte, war, wer hat uns geholfen? Mitarbeiter, könnte man jetzt sagen, ja, klar und sowas alles, aber die haben in den Momenten auch durchaus deutlich mehr gemacht, als sie hätten machen müssen. Haben gesagt, komm, na, das ziehen wir zusammen durch. Kunden möchte ich persönlich natürlich hervorheben. Wir haben keine negative Kundenreaktion gehabt. Sogar nur positiv, also nicht nur positiv, aber einige waren natürlich genervt. Klar, logischerweise Passwörter ändern oder so, das macht man auch nicht immer gerne. Aber wir haben effektiv gesehen, von denen, die sich feedbacktechnisch geäußert haben, ist es sehr positiv aufgenommen worden. So, unsere ganze Kommunikation, wir sind dann ja mit einem Plan zum Kunden gekommen, sind halt mit dem Plan auch jeweils an den Kunden direkt rangetreten, haben gefragt, wer ist bei euch zuständig? Okay, der und der. Und haben das dann quasi gemeinsam mit denen dann halt gemacht. Und ich glaube, dass das die Herangehensweise, das offen zu kommunizieren, nicht einfach auch nur eine Mail, wir haben eine Mail zu schreiben und tschüss, sondern wir haben auch die Kunden erstmal, die betroffen waren, alle einzeln natürlich angerufen. Das ist natürlich dann eine Limitierung, Mitarbeiter versus quasi Anzahl der Kunden und sowas alles. Daher ging das halt auch nicht alles am Montag sofort. Aber wir haben die alle mitgenommen, haben gesagt, pass auf, das und das müssen wir ändern, das hat die und die Auswirkungen. Genau, dann hat uns geholfen, dass Zack, die zentrale Anlaufstelle Cybercrime, alles muss ja eine Abkürzung haben. Die sitzen in Kiel, sind, ich weiß nicht, ob sie 24 Stunden erreichbar sind, aber die sind sehr umfangreich, sinnvoll erreichbar. Man landet da sehr schnell bei entsprechenden Personen und die hängen irgendwie, Christian, vielleicht sagst du das gleich nochmal, wie die wirklich irgendwie organisatorisch aufgehängt sind. Die waren auch eine große Hilfe erstmal darin, uns auch zu bestätigen, okay, das, was wir jetzt vorhaben, ist jetzt nicht totaler Bullshit oder so, sondern das klingt gut. Weil das, was man in dem Moment, das Erste, was man natürlich hat, ist Zweifel. Erstmal so, mache ich das überhaupt richtig? Ist das der richtige Weg? Und ähnliches. Und dann hilft es einem natürlich, wenn da Leute sind, die sagen, ja, das klingt schon mal super.
Dann kam dann auch, wir haben natürlich eine Anzeige erstattet, dafür, also für diesen ganzen Case logischerweise. Kam dann der Kontakt auch zur Kripo Lübeck, in dem Fall die Fachinspektion 2, Kommissariat 7, und da ist quasi der Bereich Cybercrime-Ermittlungen, und der Kriminalhauptkommissar Herr Timm, den möchte ich gerne nochmal hervorheben, sehr freundlich, sehr zielgerichtet und vor allem fachlich sehr kenntnisreich. Also das, ne, man hat da nicht irgendwie was mit jemandem zu tun, der einfach sonst irgendwie, keine Ahnung was, ja, Parkvergehen oder so aufschreibt. Sondern da haben die Behörden, zumindest ich kenne jetzt nur die Lübecker aus diesem Case in dem Fall und den anderen Cases, aufgerüstet. Und zwar sinnvoll aufgerüstet, personal, technisch, auch von der reinen Technik selber her. Die sind da im Game drin. Nach meinem Stand gucken sie auch immer noch, wo unser Geld, was wir dann ja mit Ratenzahlungsvereinbarung halt quasi überwiesen haben, in Anführungszeichen, als Bitcoin transferiert worden, quasi wo unser Geld gerade landet, und würden uns dann auch informieren, wenn es auf einmal irgendwo anders landet, als wo es jetzt aktuell liegt. Allein das ist schon mal netter Service. Und was mich jetzt nicht aktiv super mega überrascht hat, aber doch von der Intensität durchaus dann positiv quasi gestimmt hat, unsere Marktbegleiter, sowohl jetzt im Lübecker Raum als auch quasi überregional, wenn wir in irgendwelchen Einkaufsgemeinschaften und anderen Kooperationen drin sind, da gab es durchgehend das Feedback: Wenn du was brauchst, ruf an, sag, was du willst, wir helfen da so. Und das ist für mich auch ein gutes, großes, positives Zeichen in den heutigen Zeiten, wo ja alles eher so meins, meins, meins ist. Dass bei solchen Lagen, bei solchen Situationen auch drumherum einfach sinnvoll agiert wird und man auf Kooperation setzt, weil man einfach weiß, okay, das kann mir nächste Woche passieren, das kann jedem von uns nächste Woche passieren, und das können wir alle meistens nur gemeinsam durchstehen. Das ist nichts, was man halt quasi ja, alleine komplett abfrühstücken und erledigen können wird. So, und da, also, ne, da habe ich mich auch schon bedankt. Da möchte ich mich auch in dieser Runde auch nochmal bedanken für alle, die zahlreich heute dabei sind. Das war eine super große Hilfe und eine super Unterstützung, auch einfach nur zu wissen, okay, da sind Leute dahinter und die können einem aktiv helfen. Was machen wir in Zukunft anders? Das ist so also ein bisschen so der Punkt, Lesson learned, also erstmal davon zu hören, wie läuft sowas ab, aber ja, was machen wir in Zukunft anders? Ich freue mich auch gleich noch auf den Fragen- und Antwortenteil, den können wir gerne ein bisschen länger machen. Das mit Zahl dann vielleicht ein bisschen spannender auch. Das bleibt natürlich geheim, was wir anders machen. Das wäre dann sonst natürlich total doof. Nein, das ist natürlich Quatsch. Also, wir haben ja davon profitiert, dass wir Strukturen hatten. Und dass es Zuständigkeiten gab, die geregelt waren. Wir haben das beides auch nochmal zusätzlich ausgebaut. Nochmal mehr verschriftlicht, nochmal mehr dokumentiert, nochmal mehr geschult, darauf hingewiesen. Wir sind natürlich im Zweifelsfall alles nochmal durchgegangen und gehen das auch immer noch durch. Werden und haben noch zusätzliche externe Audits angestoßen. Auch um einfach nochmal einen anderen Blick drauf zu kriegen. Ne, man selber ist ja betriebsblind. Ne, man merkt ja nicht, dass man die ganze Zeit durch die Eingangstür läuft, die total offen ist, weil man läuft ja eh jeden Tag durch. Das fällt dann irgendjemand extern ja auf und der sagt so, sag mal, warum ist da kein Schloss? So, ne? Und dann sagst du, ah, okay. Und im Bereich Kommunikation. Wir haben inzwischen ein Tool bei uns intern implementiert, mit dem wir in der Lage sind, Kunden in solchen Lagen halt sinnvoll und schnell zu informieren. Also dediziert mit kleinen Informationen zu versorgen, um halt nicht darauf angewiesen zu sein, oh, die Kunden lesen die Homepage oder ähnliches, sondern um in solchen quasi ja, Situationen die Leute, ich will es nicht sagen beruhigen, aber halt quasi einfach informieren, komm, wir haben einen Plan, das läuft. Und so halt quasi auch wiederum den Punkt, den ich ja vorhin angesprochen habe, die Mitarbeiter müssen ja tun, müssen ja erledigen, es muss ja, ne, so, das Feuer muss ja gelöscht werden. Auch quasi entsprechend zu entlasten und einfach zu sagen, ne, die können das halt mit einem Knopfdruck mehr oder weniger auslösen und entsprechend die Kunden einmal am Stück informieren und so weiter. Also das haben wir explizit von allen unseren Marketingaktionen auch getrennt, auch um DSGVO und Co. halt da auch komplett safe zu sein.
ohne, also deswegen gibt es auch kein Double Opt-in oder sonst irgendwas Krams, weil wir halt einfach wirklich auch keine Werbung über den Kanal ausspielen, sondern einfach wirklich nur reine faktische Statusinformationen und ähnliches. Aber auch das ist halt quasi ein Punkt, wo wir einfach gemerkt haben, das ist gut gegangen diesmal. Es hätte besser laufen können, es hätte aber auch schlechter laufen können. Ne? Also das ist halt immer so der Punkt. Wir freuen uns darüber, dass wir mit unseren Partnern, sowohl intern als auch extern, mit den Mitarbeitern und mit unseren Kunden da sehr gut durchgekommen sind. Auch das im Endeffekt dann so gut managen konnten. Aber wir wissen auch, dass jede kleiner Kieselstein, wenn er ein bisschen größer gewesen wäre, dazu geführt hätte, dass möglicherweise das ein oder andere halt nicht so sanft und smooth verlaufen wäre, sondern quasi zu einem größeren Problem geführt hätte. Und das man lernt ja daraus, wenn man quasi erstmal in der Situation ist. Daraus lernt man ja am meisten. Ich glaube, die nächste Folie ist auch schon wieder eine Fragefolie. Die machen wir noch nicht, Christian. Ich möchte einmal noch mal zu Ende quasi erzählen. Wir haben nach gut einem Monat die Ratenzahlungsvereinbarung dann aufgekündigt. Die können uns ja gerne verklagen. Das sollen sie machen. Gerichtsstand ist Lübeck. Ich würde es begrüßen, wenn Sie vorbeikommen und vom Amtsgericht oder Landgericht Klage erheben. Da freue ich mich persönlich sehr drüber. Das werden Sie natürlich nicht tun. Für uns war wichtig, wir wollten wissen, was die an Daten haben. Und wir waren entsprechend deswegen quasi auch interessiert an der Veröffentlichung dieser Daten, um da selber für uns zu wissen, was ist da los und was hatten die wirklich. Wir haben ja wirklich quasi in Summe fast 80 Gigabyte oder über 80 Gigabyte an Daten, die wir geprüft, katalogisiert hatten und die wir halt entsprechend quasi dann auch bearbeitet und gesichert und Passwörter geändert haben und ähnliches. Wir hatten, glaube ich, über 250 personenbezogene Datensätze, teilweise auch mit durchaus nicht so ganz so unkritischen Daten. Und wir hatten halt weit mehr auch noch, was Passwörter, Strukturen und ähnliches angeht, die halt sicherheitstechnisch relevant war. Als die netten Herren dann halt veröffentlicht haben, logischerweise, waren wir dann positiv überrascht, dass der Zeitpunkt, wo wir das System im Oktober eh offline genommen hatten, also aus dem Internet getrennt hatten, weil uns von dem Hersteller langsam das so ein bisschen gegen den Strich ging, in welcher Frequenz da Sicherheitsupdates rauskamen, wo wir schon gesagt haben, okay, das können wir nicht mehr mit unserem Gewissen quasi vereinbaren, das Ding halt online zu haben. Wir haben immer innerhalb des Timings vom Hersteller diese eingespielt, haben uns da immer dran gehalten. Da können wir uns halt nicht wirklich was vorwerfen lassen, aber wir fanden es halt irgendwann mal halt schon kritisch, haben es dann offline genommen und genau in dem Moment waren die drin. Die haben exakt von den 80 Gigabyte irgendwas bei 18 Megabyte an Daten quasi gezogen. Unter anderem war da ein Bild mit irgendwie 4 MB dabei. Das war dann ein Screenshot von einem Kunden, der hat da wirklich mit seinem Handy ein Foto gemacht. Das war schon der größte Datensatz an allem. Da waren auch Zugangsdaten drauf, die konnte man aber auch nur innerhalb bestimmter Sachen quasi ausnutzen und die hatten wir eh schon geändert. So, wir sind diese Daten, die veröffentlicht worden sind, nochmal durchgegangen. Das war natürlich nur ein Bruchteil. Haben nochmal verifiziert, ob diese Daten auch wirklich, wirklich alle geändert sind. Hatten da nochmal einen Kunden auch noch gefunden, der trotz mehrfachem Hinweis unsererseits seine Daten noch nicht geändert hatte. Haben die nochmal dediziert darauf hingewiesen ja, haben dann für uns diesen Fall in der aktuellen Bearbeitung halt beendet und fangen jetzt halt an, wie ich jetzt auf dieser Folie ja schon gesagt habe, quasi, was machen wir halt als nächstes, was sind unsere nächsten Tasks, unsere nächsten Aufgaben, um hier resilienter zu werden. Aber auch, ich bin so ein Freund davon zu sagen, okay, IT-Sicherheitsvorfälle kann man halt nicht vermeiden. Man kann aber steuern, was man damit machen kann, also wie man darauf reagieren kann. Hat man Backups, Ransomware, Verschlüsselung und Co. natürlich sinnvoll. Und hat man entsprechende andere Maßgaben, hat man entsprechende Pläne und ähnliches vorliegen. So, und dann kommen wir jetzt nämlich einmal zur Frage, die ein Teil der Lösung sein kann, aber auch ein Teil des Problems. Genau, haben Sie eine Versicherungspolice? Und wir haben diesmal sogar drei Antwortmöglichkeiten. Genau, wir steigern uns. Von 2 auf 3. Bin mal gespannt, wie es da aussieht, weil es ja auch ein Thema ist, was immer wieder diskutiert wird. Was die letzten Jahre, wir hatten uns vorher im Vorgespräch, Fabian und ich, mal kurz darüber unterhalten, extrem gewachsen ist. Also auch von den Anbieterseite her. Und es ist mal interessant, wie das so in der Wirtschaft dann ankommt. Und ich würde da noch ein bisschen warten.
Ich kann jetzt schon mal ein bisschen spoilern. Also wir haben nachher nochmal, werden wir noch einen Link verteilen zu einem Merkblatt, was wir im Arbeitskreis erstellt haben, auf dem One-Pager. Was ist eigentlich bei einem Sicherheitsvorfall? Was muss ich tun? Wer sind wichtige Ansprechpartner? Den werde ich gleich nachher nochmal reinstellen, kann sich jeder nochmal rausziehen, die wichtigsten Informationen und blöd gesagt, aber vielleicht auch ja, eine Hardcopy erstellen, einfach mal ausdrücken und nebenan hinlegen, weil bringt ja nichts, wenn ich den irgendwie auf dem Rechner habe und dann keinen Zugriff mehr drauf habe. Ne? Also, da schon mal der Spoiler. Bitte gleich nochmal im Chat gucken, was wir da alles so reinstellen. So, Genau, ich habe also jetzt das viel ist auch geredet. Ja, Entschuldigung. genau. Genau, das ist auch noch, genau, ist ein sehr, sehr guter Punkt, den hatte ich jetzt explizit nicht erwähnt. Man muss natürlich immer damit rechnen, wenn Systeme ausfallen, dass die Systeme vollumfänglich ausfallen. Das heißt, den IT-Notfallplan irgendwo auf Volume irgendwas auf dem Server liegen zu haben oder in dem Dokumentationssystem XY ist zwar eine nette Sache und da sollte er auch immer gepflegt sein, weil dann können alle darauf zugreifen. Trotzdem sollte man oder eine oder mehrere Kopien aber als wirkliche ausgedruckte Fassung, als toten Baum quasi in irgendeiner Schublade oder sonst was zu liegen haben. Idealerweise nicht in einem Raum, der dann noch von einem IT-technisch gesicherten Schließsystem geschützt wird, weil dann kommt man da ja auch nicht mehr rein, quasi dann wirklich auch noch was in der Hand quasi zu haben. Aber ich glaube, du kannst die Umfrage jetzt quasi auch beenden quasi und freigeben. Und die Ergebnisse freigeben, genau. Also, ja, spannend. Ja, Guli. Da werden wir uns Also. jetzt nochmal kurz aufhalten. Ich bin kein Versicherungsmakler. Ich arbeite am liebsten mit allen Versicherungen zusammen, die man auf mich wirft. Habe da keinerlei Präferenzen, habe da nur ein paar Kenntnisse, welche Versicherung im Zahl ist, an welchem Case möglicherweise schicker vom Handling her ist. Genau. Aber das ist schon mal gut. Also wenn man eine Cyberversicherung kann, der Anfang einer Lösung sein oder der Anfang von vielen großen Problemen. Denn die Frage ist ja so ein bisschen, viele haben die Herausforderung, was macht eine Cyberversicherung, was ist eine Cyberversicherung überhaupt? In unserem Fall wäre natürlich eine Cyberversicherung in dem Fall für uns zuständig und hätte alle unsere Kosten bezahlt, wäre mit einem externen Team gekommen und hätte uns überall geholfen und unterstützt und ähnliches. Das heißt, dass man sich in dem Moment natürlich vorstellt, das geht dann auch um Betriebsunterbrechung, externe Datenwiederherstellung, auch nach Verschlüsselung. Greift aber natürlich auch solche ganz einfachen Sachen wie Diebstahl oder Vandalismus oder ähnliches auf. Also da geht es jetzt nicht zwangsläufig nur um die Leute, die quasi durch die Firewall reinkommen, sondern auch um die Leute, die im Zweifel physikalisch auf einmal im Serverraum stehen, obwohl sie da nicht hingehören. Das Problem dahinter ist, dass noch relativ viele Versicherungen, Cyberversicherungen so verkauft werden wie eine ganz normale Hausratversicherung. So, bei einer Hausratversicherung oder bei einer Inventarversicherung, wenn wir jetzt im geschäftlichen Bereich unterwegs sind, da wissen wir ja alle, wenn mein Bürogebäude nicht abgeschlossen ist, so, dann zahlt die auch nicht. So, das ist ja für uns total logisch. Wenn ich mein Fahrrad irgendwie, das mit der Hausratversicherung mit abgegolten ist, irgendwie ohne Schloss irgendwo hinstelle in der Stadt und das anschließend weg, dann kann ich bei der Versicherung natürlich anrufen, um mich auslachen zu lassen. Ich kann es aber auch lassen. Die Problematik beim Thema Cyberversicherung und generell beim Thema IT ist natürlich, das ist natürlich alles wieder komplex. So, das ist natürlich deutlich herausfordernder, als halt einfach sowas wie, also einfach, ne? Also die Leute aus dem Sicherheitsbereich werden jetzt sagen, ja, Schließsystem ist auch nie einfach, das muss auch durchdacht werden, aber genauso ist es hier auch. Und das entzieht sich in der Regel dem Einschätzungsbereich zumindest des Versicherungsmaklers und in vielen Fällen auch des Versicherungsnehmers. Und da kommen wir dann zum Punkt, was nämlich viele Cyberversicherungen dann nämlich noch machen. Sie bieten einfach nochmal Dienstleistungen an. Und dann wirkt das halt wie so ein Komplettpaket. So, da gibt es irgendwie einen Scan von irgendwelchen Ports, da gibt es eine Überprüfung von irgendwelchen Webseiten. In einigen Fällen kommt da auch sogar noch jemand für einen Vor-Ort-Audit vorbei. Das sind alles nette Werkzeuge und das ist auch gut und das ist auch schön. Aber die müssen halt auch interpretiert werden. Und da kann es natürlich auch sein, es gibt einige Versicherungen, die machen einfach nur so einen kleinen Webseitencheck oder so einen IP-Port-Scan und also irgendwelche technische Kleinigkeiten in dem Fall und erklären ja einfach, hier ist alles grün. So, und wenn man dann sagt, ah super, dann kann ich die ja unterschreiben, dann ist das natürlich durchaus problematisch, weil in dem Moment, wo die Cyberversicherung halt in Anspruch genommen wird, kommen auch die Dienstleister teilweise der Cyberversicherung zum Einsatz. Zum Teil sind es Dienstleistungen, die kann kein IT-Dienstleister lokal
übernehmen. Also wir zum Beispiel, wir haben logischerweise keinen reinen Raum, um irgendwelche Festplatten, die zum Beispiel bei einem Feuer oder so beschädigt worden sind, wieder herzustellen. Wir haben auch nicht die Expertise, um irgendwelche SSDs auszulöten, aufzulöten und irgendwie an die Daten ranzukommen oder irgendwelche verschlüsselten Sachen halt mit irgendwelchen Hochleistungs irgendwelche Sachen auseinanderzunehmen. Das können wir alles nicht. Da die Expertise hier aufzubauen oder allein die Hard- und Software- und Lizenzen aufzubauen, das kann auch im Endeffekt kein Kunde von uns nachher bezahlen, wenn wir das halt so weitergeben würden. Insofern gibt es durchaus sehr, sehr sinnvolle Dienstleistungen, die die Cyberversicherung dann im Case anbietet. Aber man muss sich natürlich immer vor Augen halten, was ist die Aufgabe einer Versicherung? Die Aufgabe einer Versicherung ist nicht, euren Schaden zu regulieren, sondern die Aufgabe einer Versicherung ist quasi selber dafür zu sorgen, dass sie Gewinne macht. Und das macht sie natürlich nicht, wenn sie jeden Schaden, der gemeldet wird, reguliert, sondern das macht sie dadurch, dass sie natürlich auch guckt, sind die Obliegenheiten überhaupt erfüllt? Zahlt meine Cyberversicherung dann in dem Case halt überhaupt? Und das ist halt quasi das Spannende daran. Wir prüfen für unsere Kunden oder auch für Neukunden, Bestandskunden sehr gerne ihre Cyberversicherungspolicen. Und bis jetzt ist mir kein Fall, den wir nicht von Anfang an betreut haben, aufgefallen, wo eine Versicherung durch einen Kunden abgeschlossen wurde, die auch wirklich zahlt. Also sie zahlt vielleicht teilweise, maybe, aber grundsätzlich wird da meistens gegen Obliegenheiten quasi verstoßen. Ob es Schulungen sind, die durchgeführt werden müssen, ob es bestimmte Planungen sein müssen, bestimmte andere Vorkenntnisse vorkommen, also Vorbereitungen und ähnliches. Das ist halt A, versicherungsindividuell. Und da hilft einem auch nicht, wenn man den Fragebogen der Versicherung ausgefüllt hat. Der hilft, der ist in der Regel ein Vertriebsinstrument. Der Fragebogen, den die Versicherungen meistens rumschicken, ist erstmal ein Vertriebsinstrument, teilweise auch für uns, weil wir natürlich dann einfach sagen können, okay, ja, wenn du diese zwei Sachen damit ja ankreuzen möchtest, was du vielleicht auch möchtest, weil sonst geht die Versicherung überhaupt gar kein Deal mit dir ein, dann brauchst du noch die und die Dienstleistung. Insofern ist das durchaus natürlich positiv, weil mehr Sicherheit passiert nur meistens durch mehr Investitionen und auch durch mehr persönliches Investment, indem der Geschäftsführer oder leitende Personen auch wirklich ein Interesse an diesem Thema IT-Sicherheit haben. Das ist immer ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Aber irgendwelche Sachen, irgendwelche Fallstricke sind da immer. Und da geht es dann darum, wirklich sich diese Police anzugucken, sich die mit seinem eigenen IT-Dienstleister auch nochmal detailliert anzugucken und einfach rauszufinden, okay, wo fehlen denn hier noch? Wo sind denn noch Löcher, die wir stopfen müssen, damit meine Versicherung überhaupt im Falle der Fälle zahlt? Weil niemand möchte mehrere hundert oder tausende von Euro ausgeben für eine Versicherung, die am Ende sagt, ja, hoch die Hände Wochenende und dann einfach geht. Und man muss sich natürlich dann auch vor Augen halten, die Dienstleister, die für die Versicherung tätig sind, deren Kunde sind nicht Sie, sondern die Versicherung. Und natürlich ist da das Interesse, ich will niemandem irgendwas unterstellen, aber es gibt dann immer Protokolle. Und wenn in dem Protokoll natürlich dann rauskommt, dass bei einer Hilfestellung von dem Dienstleister, dass da diverse versicherungstechnische Obliegenheiten überhaupt nicht eingehalten worden sind, nicht im Ansatz oder so, dann wird die Versicherung am Ende möglicherweise nicht nur mit keinem Geld kommen, sondern auch noch mit einer Rechnung über die Dienstleistung, die diese Dienstleister der Versicherung quasi umgesetzt haben. Und das ist natürlich schon dann schwierig. So, das sollte man halt einfach vor den Augen haben. Ich bin ein großer Freund davon, Cyberversicherung abzuschließen, wenn es halt der entsprechende Rahmen ist, wenn eine Versicherung überhaupt damit d'accord geht, einem sinnvoll zu versichern mit der entsprechenden Summe. Ja, also am liebsten braucht man natürlich keine Versicherung, das wissen wir alle. Aber ich glaube, dass das in der heutigen Zeit, wo es halt um das Wann geht und nicht um das Ob, durchaus ein sinnvoller Move sein kann. Das war jetzt ja, 50 Minuten IT-Sicherheit. Normalerweise schlafen dann alle schon ein. Ich hoffe, es sind noch einige wach. Ich hoffe, dass einige das eine oder andere vielleicht mitgenommen haben. Möchte mich auf alle Fälle für die Aufmerksamkeit bedanken, für diesen Vortrag, für die Zeit, die Sie genommen haben. Und freue mich dann jetzt darüber, wenn Fragen da sind, dass Fragen da sind und würde die Fragen auch gerne, sobald ich sie beantworten kann, auch gerne beantworten. Ja, Fabian, vielen lieben Dank, dass du uns aber mitgenommen hast. Ist ja auch nicht selbstverständlich, dass jemand über seinen Sicherheitsvorfall berichtet. Wir hatten das schon häufiger gehört. Man weiß, dass unglaublich viele Unternehmen betroffen sind, aber in den seltensten Fällen redet jeder auch offen darüber.
Wir als IHK kennen das ganze Thema ja auch. Wir hatten ja auch mal einen relativ großen Sicherheitsvorfall und waren lange Zeit nicht wirklich erreichbar. Und ich kann nur jedem sagen, es ist grauenhaft. Also man hat keinen wirklichen Kontakt mehr, man weiß nicht, wie man kommunizieren soll. Es gibt natürlich unterschiedliche Levels von Vorfällen, aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, dass du uns das einmal aufgezeigt hast, wie das bei euch war. Was mich vielleicht nochmal interessieren würde, du hast jetzt gerade berichtet, ihr wurdet direkt kontaktiert von Angreifern. Gibt es auch noch andere Sachverhalte, woran man erkennen kann, dass man gehackt worden ist oder dass irgendwas nicht stimmt? Hast du da vielleicht noch so allgemeine Hinweise, bevor wir zu den eigentlichen Fragen kommen? Das sind so natürlich so Klassiker, ne? Wenn man natürlich, aber das ist so eine Frage natürlich, das spürt der Endanwender im Zweifelsfall nicht. Das merkt dann eher die IT, wenn man auf einmal sieht, dass man ungewöhnlich viel Netzwerkverkehr und Ähnliches hat. Das hätte bei uns jetzt nichts geholfen, weil ob nun 18 Megabyte oder so abfließen von dem System oder nicht, das ist halt unter jeder Schwelle von irgendwas. Also da reicht es ja, wenn ein Mitarbeiter von extern auf irgendwie eine Kundendokumentation klickt oder ähnliches, dann sind diese 18 Megabyte ja schon voll. Ja, wenn man halt einfach sein Netz so ein bisschen im Blick hat, was helfen kann, ist, wenn man eine sinnvoll gemanagte Firewall im Einsatz hat, die dann auch gemonitort wird, wo dann entsprechend quasi auch ein Service drauf ist, dass ein Dienstleister oder man oder selber, wenn man eine eigene Haus-IT hat, da auch regelmäßig mal in die Logs guckt. Das ist eigentlich so der Nummer-1-Tipp. Ne? Also gucken, manchmal spürt man es einfach, oh, ist er langsam hier oder das fühlt sich ja komisch an oder der Rechner macht komische Geräusche im wahrsten Sinne des Wortes, weil je nachdem, was für ein Angriff das ist, kann das durchaus ja zu einer höheren Arbeitslast der Systeme führen und das kann natürlich dann entsprechend zu einer höheren Wärmeentwicklung führen und ähnliches. Das heißt, manchmal kann man die Hacker hören, beziehungsweise zumindest die Sekundareffekte von denen. Aber in vielen Fällen ist das halt eher so eine Detektivarbeit. Da muss halt die IT wachsam sein, aber auch das entsprechende Mandat dafür natürlich haben, wachsam zu sein und quasi die entsprechende Ausstattung, um dann auch wachsam sein zu können. Okay, also ich hatte es ja vorhin schon angeteasert, beziehungsweise, ja, angeteasert ist eigentlich das richtige Wort, dass wir im Arbeitskreis, also dieser Arbeitskreis, den gibt es schon seit 2 Jahrzehnten. Fabian ist nicht komplett die 2 Jahrzehnte dabei, aber schon sehr, sehr lange und auch noch andere IT-Sicherheitsexperten. Und wir hatten uns vor einiger Zeit mal zusammengesetzt und haben gesagt, ey, was ist eigentlich wichtig, wenn man IT-Sicherheitsvorfall hat? Wir wollten das allerdings relativ beschränken, weil es bringt halt nichts, da ein Pamphlet über 40, 50 Seiten zu machen, was eigentlich sinnvoll wäre, sondern wir wollten das ziemlich kurz halten. Und dabei ist ein One-Pager oder eigentlich Two-Pager rausgekommen. Hier ist er mal verlinkt. Gerne einmal sich anschauen. Da sind nochmal die wichtigsten Kontaktdaten drauf, an wen man sich wenden kann. Natürlich aber auch, was man wirklich zuerst machen muss. Wie gesagt, es ist ein relativ grober Plan, ist nicht auf bestimmte Branchen fokussiert. Aber damit sich jeder mal das mal vor Augen führt, was ist eigentlich zu tun, wenn der Worst Case eintritt. Gerne anschauen, wie gesagt, gerne auch ausdrücken, daneben legen und gerne auch ergänzen um die eigenen Kontaktdaten, weil ganz, ganz wichtig ist, dass sie natürlich auch immer wissen, an wen kann ich mich wenden, sprich mein eigener IT-Dienstleister, und dass sie diese Nummern auch griffbar haben. Gut, dann würde ich sagen, steigen wir auch ein bisschen in die Fragen ein, die wir hier drin haben. So. Ja, die erste Frage. Gibt es tatsächlich eigentlich noch Versicherungen, die das Ganze abdecken? Ich glaube, so ein bisschen hast du schon beantwortet, aber es gibt wahrscheinlich da auch eine Bandbreite, oder? Ja, also natürlich. Also es gibt überall, wo ein Schaden da ist, gibt es eine Versicherung. Man kann selbst ein Haus in Florida gegen Hurricanes absichern. Das heißt, obwohl es da inzwischen irgendwie schon fast irgendwie zur Regel kommt, dass da irgendwie so ein Hurricane zu Besuch ist. Ja, gibt es. Die auch inzwischen ist wie bei jeder Versicherung natürlich eine sinnvolle Einschätzung. Jeder Fragebogen einer entsprechenden Versicherung quasi bietet auch immer die Möglichkeit, seinen eigenen Beitragssatz zu gestalten, indem man natürlich entsprechende Versicherungshöhen vorgibt und bestimmte Abgrenzungen vornimmt, was halt nicht versichert ist und was versichert ist. Aber eigentlich, wenn man ehrlich antwortet und vielleicht nicht, keine Ahnung, was, ich weiß nicht, ob die Firma Rheinmetall eine Cyberversicherung hat oder so, ich gehe jetzt davon aus, dass jetzt keiner aus diesem Kreis jetzt quasi hier gerade dieses Webinar braucht. Hoffe ich, dann ist das natürlich, ist eigentlich nehmen alle Versicherungen inzwischen, haben eine entsprechende Cyberversicherungspolice. Die sind alle unterschiedlich gut. Die sind inzwischen aber qualitativ alle auf einem, wir sind noch nicht auf dem Kfz-Bereich-Niveau, wo man sagen kann, eigentlich ist das fast egal, kann man Preisvergleich machen und gut, aber die Qualität ist generell schon gut, der Umfang ist schon gut. Man selber ist natürlich da gefordert, bei diesen Fragebögen und Ähnlichem mitzuarbeiten und zahlt halt dann auch wirklich die Hilfe seines IT-Dienstleisters dazu zu holen, so unter dem Motto, füll das mal mit uns zusammen aus.
um dann wirklich auch zu begreifen, okay, welcher Umfang ist denn quasi nötig. Und wenn man natürlich dann noch jemanden hat, der sich so da noch auskennt und auch die Obliegenheiten anschließend prüfen kann oder so, dann umso besser. Aber generell ist alles versicherbar. Ja, jetzt schließe ich gleich die nächste Frage an, die natürlich kommen muss, die man natürlich auch nicht pauschal beantworten kann. Wie teuer sind die? Wonach wird die Prämie berechnet? Gibt es da so bestimmte Zahlen, Mitarbeiterzahl, Storage, Alles. Menge, alles? Alles. Also wir haben das ja so häufig schon betreut. Ich habe Summen zwischen 400 Euro im Jahr und ich hohe fünfstellige Summen im Jahr. Alles ist schon dabei. Genau die Faktoren, die du eben gerade schon gesagt hast, steuern das alles. Was habe ich für einen Umsatz? Wie viele Mitarbeiter habe ich? Wie viele Mitarbeiter gehen mit Daten um? Wie viele Mitarbeiter können an bestimmte Sachen ran? Wie viele externe Faktoren habe ich? Das kommt auch so ein bisschen auch darauf an, wenn man zum Beispiel zum Kreis von Kritis bzw. NIS 2-Unternehmen gehört. Dann kommt nämlich statt einem Fragebogen, zum Beispiel auch Beispiel ist da die Allianz, quasi so ein, ich weiß nicht, wie vielseitiges Excel-Dokument auf einen zu, wo man quasi schon eigentlich zwei, drei Workshops machen muss, um das sinnvoll durchzuarbeiten. Es ist komplett unterschiedlich. Also wenn jetzt ein kleiner Handwerksbetrieb da ist, da wird man wahrscheinlich mit zwei, drei Handgriffen da problemlos tätig werden können. Da werden halt in dem Fall die Versicherungsprämie ist immer niedriger als das, was sie zahlen müssen im IT-Bereich, um die Versicherung auch zu bekommen, dass sie auch zahlt. Also das kann man so als Faustregel nehmen, ne? Wenn die Versicherung quasi irgendwie 400 Euro im Jahr haben möchte, für einen kleinen Handwerker vielleicht, dann kann man aber damit rechnen, um allein die IT wieder auf einem vernünftigen Sicherheitsstandard zu heben, damit die Versicherung auch zahlen würde. Stichwort Firewall und Co. und sowas. Also ganz einfache Sachen meistens. Awareness-Schulung ist man meistens mit mehr als diesem Betrag dabei. Die Frage, glaube ich, hattest du angedeutet zumindest oder auch beantwortet. Es ging darum, ob du Geld an die Adresse bezahlt hast. Also wir haben Ja. eine Summe an, eine vierstellige Summe an die Erpressergruppe gezahlt, hatten, wie gesagt, mit denen so eine kleine Ratenzahlungsvereinbarung uns ausgedealt, weil wir natürlich eh nicht vorhatten, alles zu bezahlen. Also am liebsten hätten wir gar nichts bezahlt. Auch aufgrund des Timings war es dann halt für uns opportun, quasi uns, ja, dann, also wir hätten auch mit einer Woche quasi leben können, wenn es sie günstiger gegeben hätte, aber die wollten das gerne monatsweise haben, ergo haben wir denen dann entsprechend. Das ist unter, ich glaube, wir haben 8% der eigentlich von denen geforderten Summe haben wir einmalig gezahlt und haben dann quasi anschließend gesagt, jetzt gibt es aber kein Geld mehr und dann haben sie ja veröffentlicht. Okay, dann, ja, tolle Frage. Gibt es klassische Fehler, die Unternehmen besonders leicht angreifbar machen, aber die man halt auch leicht vermeiden kann? Also ich will jetzt nicht vorgreifen, aber auch unser Merkblatt hat da zumindest ein paar Ansätze, die man verfolgen soll. Sind natürlich erstmal nur Ansätze, man muss sich da ein bisschen weiter informieren, aber vielleicht kannst du da mal aus deiner eigenen Perspektive nochmal zwei, drei Sachen zu sagen. Was sind so typische Fehler, die dir immer wieder begegnen und die wirklich einfach abstellbar sind? Ja, es ist heutzutage, also das meiste weiß man ja, ne? Also ne, nicht das Passwort Admin Admin verwenden und ähnliches. Ich glaube, darum ging es bei der Frage nicht. Schon so ein bisschen tiefgreifender wahrscheinlich. In dem Fall ist es halt wirklich so, was am einfachsten ist, Nummer eins, Einfallstor, bei uns nicht der Fall in dem Fall, aber ist normalerweise die Mitarbeiterseite, ne? Also 99, das ist jetzt übertrieben, aber in sehr, sehr vielen Fällen sind diese Angriffe erfolgreich durch Social Engineering. Entsprechend quasi ist Mitarbeiterschulung, was ein ganz einfacher Tipp ist. Das stimmt, das kann ich sagen. Das ist ganz einfach. Das ist nämlich eine reine Sache im Kopf, die passieren muss, sowohl bei den Mitarbeitern als auch bei der Geschäftsführung ist, wir brauchen eine Fehlerkultur. Es muss eine Fehlerkultur im Unternehmen herrschen, weil sonst habe ich das Szenario, irgendjemand klickt auf irgendeinen bösen Link, der eigene Rechner macht auch irgendwas. Aber anstatt das der IT zu melden und entsprechende Prozesse in Gang zu setzen, wird erstmal zum Beispiel der Rechner zugeklappt und Feierabend gemacht oder so, um das Ganze zu vertuschen, in der Hoffnung, dass es am Ende nicht rauskommt, woher es kam und so weiter. Dadurch hat man natürlich quasi das Problem einfach viel größer, also deutlich übergrößert, vergrößert und schlechter managebar gemacht. Und das ist halt der Punkt. Das heißt, wir müssen eine Fehlerkultur quasi etablieren im Unternehmen, dass die Mitarbeiter wissen, Fehler sind einfach menschlich und passieren. Wir müssen daraus lernen. Und natürlich, klar, wenn irgendein Mitarbeiter irgendwie zum 10. Mal auf irgendwelchen bösen Links klickt und sagt, ja, Admin-Freigabe, alles und läuft und so, dann muss man natürlich auch über die Beendigung eines Arbeitsverhältnisses reden, das ist klar. Aber grundsätzlich muss man einfach einführen, pass auf, ihr dürft keine Angst haben vor der IT, ihr dürft keine Angst haben vom Chef.
Wenn irgendwas passiert, sagt es, weil je schneller wir das alle wissen, desto schneller können wir agieren. So, dann haben wir hier eine relativ lange Antwort oder Kommentar reinbekommen, den ich jetzt nicht so wiedergeben kann. Ich glaube, das ist einfach eine Auflistung von einem Cybersicherheitsversicherung-Fragebogen. Der ist relativ umfangreich. Ich kann, also, wenn es dazu noch eine Frage gibt oder eine Anmerkung gibt, gerne noch mal ein bisschen konkretisieren, weil ich kann sie jetzt in dem Modus hier bei uns nicht so schnell erkennen. Ich würde mal ganz kurz weitergehen. Oh, die ist auch ein bisschen umfangreicher. Ich lese sie mal vor. Fabian, vielleicht kannst du ein bisschen mitschauen. Ist bei Ja. einem so hohen volkswirtschaftlichen Schaden nicht die Zeit des anonymen Internets vorbei? Sollte mit IPv6 nicht eine eindeutige personalisierte Positivliste gesetzlich vorgeschrieben werden, die alle, die nicht identifizierbar sind, ausschließt? Hebel ich ja dann einfach durch Social Engineering aus. Also ja, zur ersten Frage. Ich glaube, dass der Gewinn, den wir durch Digitalisierung und durch das Internet haben, bei weitem noch den Schaden quasi überwiegt. Selbst wenn man den Aufwand, den wir reinstecken im Bereich Cyber Security, also ich möchte kein negatives Bild des Internets malen. Die Zeiten von 98, 99, 2000 oder so, wo im Internet alles möglich war, quasi, die sind natürlich auch irgendwo vorbei, wo alles quasi positiv und locker flockig war, wenn man auf jeden Link klicken konnte, alles runterladen konnte und alles doppelt geklickt hat. Ich glaube, dass die Zeiten einfach noch nicht vorbei sind, bei weitem noch nicht, weil einfach der positive Effekt dieser Mechanismen und so weiter für unsere Volkswirtschaft und vor allem für ein Land wie Deutschland, was jetzt nun mal nicht mit seiner Produktionskapazität quasi hausieren kann, wo auch die meisten Leute auch gar nicht mehr in der Produktion tätig sein wollen, das kommt noch dazu. Ja, also wir kommen da nicht drum rum, uns damit zu beschäftigen, aber nein, die Zeit des freien Internets ist noch nicht vorbei. IPv6, gut und schön, man könnte jetzt argumentieren, schaffen wir den Datenschutz ab und dann können wir IT-sicherer machen. Kann ich teilweise nachvollziehen, teilweise auch wieder nicht. Ist ein Diskussionsthema für sich. Also darüber könnte man ein komplettes Panel quasi auf irgendeiner Messe füllen. Kannst du da schon mal aufschreiben für den nächsten Digital Summit im Juli nächsten Jahres. Könnte man theoretisch als Thema auch mal aufgreifen, weil das, glaube ich, ist interessant. Aber meiner Meinung nach nein. Kommt in den Themenpool. Also für alle, die sich wissen, am 2. Juli schon mal fett markieren im Kalender, ist unsere nächste IT for Business beziehungsweise der Digital Summit. Und haben wir auch wieder ganz, ganz viele Vorträge, Workshops und auch Panels zum Thema Cyber Security. Hier kommt eine Frage rein: An wen kann ich mich wenden, um zu prüfen, wie die IT-Sicherheit im Unternehmen aussieht? Ja, da gibt es natürlich Dienstleister. Einer sitzt da. Es gibt noch andere. Also natürlich, da macht es natürlich Sinn, sich direkt mit jemandem zu holen. Ich will jetzt keine Werbung für irgendjemanden machen. Manchmal ist es auch ganz gut, vielleicht von extern nochmal jemand anderes reinzuholen, wenn man schon einen Dienstleister hat, der einfach das Ganze mal prüft, ein Vier-Augen-Prinzip sozusagen nochmal aufsetzt. Macht vielleicht auch Sinn. Für einen ersten Allgemeincheck, wenn man sich jetzt dem Thema IT-Sicherheit annähern möchte, bieten wir als IHK, beziehungsweise unser Arbeitskreis besser gesagt, also auch diese IT-Experten, auch noch ein Format an, das nennt sich Meet the Experts. Da kann man in einem ersten Einzelgespräch mal bestimmte Fragestellungen angehen. Ich möchte auch mal explizit sagen, das ist jetzt nicht so, man bucht da einen Termin und hat dann komplett alle Themen abgehandelt. Das ist wirklich nur ein Erstgespräch, wo man wirklich die wichtigen Informationen machen kann. Wir haben da jetzt bei reingehen. Genau. Also einmal den IT-Sicherheits-Quick-Check, der ist am 5. November. Da haben wir, glaube ich, noch ein, zwei Slots frei. Das heißt, man hat eine individuelle 1:1-Beratung mit einem IT-Sicherheitsexperten über 40 Minuten. Und das Gleiche haben wir am 26.11. nochmal allgemein zum Thema IT-Sicherheit. Wenn die Termine da ausgebucht sind, die jeweiligen, finden in den Folgemonaten auch weitere Beratungen statt, kann man sich durch den Kalender klicken und dann seinen individuellen Termin rausholen. Ist ein kostenfreies Angebot, wie gesagt, aber nur eine Erstberatung. Möchte ich nochmal ganz klar herausheben. Wenn man was Konkreteres haben möchte, wie gesagt, gerne an IT-Dienstleister direkt bin. Also da möchte ich auch nochmal einfügen quasi. Es kann auch immer sehr, sehr heilsam sein und sinnvoll, wenn man also einen weiteren IT-Dienstleister einfach dazu holt, um das alles nochmal zu überprüfen. Das gilt jetzt nicht gegen den vorhandenen IT-Dienstleister, das wäre bei uns genau das Gleiche. Man ist irgendwo an einem bestimmten Punkt halt einfach betriebsblind. Und teilweise hilft uns
persönlich das manchmal auch, wenn ein anderes Unternehmen reinkommt und irgendwelche Sachen aufdeckt bei Kunden, die wir vielleicht schon mal aufgedeckt haben, aber der Geschäftsführer mal gesagt hat, ja, das kostet zu viel Geld, das machen wir nicht, um einfach dann nochmal das Pressing drin zu haben, um zu sagen, okay, gut, das haben zwei Unternehmen gesagt, dass das wichtig ist, das sollten wir vielleicht mal wirklich angehen. Insofern holen Sie sich da im Zweifelsfall nochmal einen zweiten Dienstleister dazu. Und oder denken Sie auch daran, dass Sie im Zweifelsfall generell so einen zweiten Dienstleister in so Cold Standby, wenn wir so quasi aus dem IT-Bereich sprechen können, haben, für den Fall, dass halt mit Ihrem aktuellen IT-Dienstleister irgendwas passiert, der kann ja auch so wir angegriffen werden und es kann ja, muss ja nicht immer alles so locker flockig quasi abgehen wie bei uns, sondern es hätte ja auch schwierige Konsequenzen haben können. Dass man dann einfach nochmal jemanden anders hat, der dann zum Beispiel ungefähr zumindest die Struktur des Unternehmens kennt, die entsprechenden Notfallpläne und Kundendokumentation auch vorliegen hat und einfach zwar halt auch supporttechnisch zusätzlich noch eingreifen kann. Also weil so eine Großlage wie ein Hack haben wir jetzt ja auch gesehen, bestes Beispiel UKSH, das war ja kein Hack, das war ja ein Ausfall, den wir hatten wegen CrowdStrike und Ähnlichem. Da sind die normalen Unternehmen alle nicht für personell technisch ausgerüstet und auch im Zweifel der IT-Dienstleister ist in dem Fall nicht zwangsläufig schlagkräftig genug, um da alles selbst zu lösen, je nachdem, wie groß die Lage ist und ähnliches. Ja, sehr schön. Gut, also ihr habt die Zeit oder die Möglichkeit, noch Fragen zu stellen. Ich möchte noch auf ein, zwei Sachen kurz hinweisen. Ich habe ja gesagt, momentan ist gerade der Cybersicherheitsmonat, der europäische Cybersicherheitsmonat. Es gibt da noch weitere Webinare, nicht nur von uns als IHK, sondern auch noch von anderen Anlaufstellen, die wir auch gerne noch befördern möchten bzw. bewerben möchten. Morgen findet schon eine statt. Und zwar ist das die von der zentralen Anlaufstelle Cybercrime ausgerichtete. Da geht es um das Thema Rechnungsbetrug. Kommt auch immer wieder und immer häufiger vor. Also wer da Interesse hat, gerne auf den Link klicken. Dort gibt es eine Mailadresse. Steht zwar drin, man darf sich nur bis gestern anmelden. Ich habe auch nochmal Rücksprache gehalten. Also wer möchte Interesse hat, kann sich gerne noch anmelden, um daran morgen noch teilzunehmen. Ja, irgendwann ist der Monat aber vorbei und dann haben wir den November und da haben wir das Thema Marketing wieder drauf. Wir fangen an am 7. November mit dem Webinar Podcast, nur Gelaber oder echte Gelegenheit. Ja, und da das wird Julia übernehmen und dann dementsprechend da durch das Webinar führen. So, ich gucke noch mal rein, ob wir uns noch weitere Sachen erreicht haben. Obwohl, ich muss noch weiter den Werbeblock rühren. Noch eine Sache möchte ich noch darauf hinweisen. Ich weiß nicht, ob ich es schon beim letzten Webinar gemacht habe. Es findet wieder ein Barcamp statt. Ein Barcamp ist ja eine Konferenz, wo die Teilnehmer hinkommen und dort erst das Angebot bzw. das Programm erstellen. Das findet am 29. und 30. November in Jülbeck statt. Ist eine Präsenzveranstaltung, also nicht online. Also wer sich da anmeldet, bitte auch vorbeikommen. Ist kostenfrei und es geht um das Thema Digitalisierung allgemein. Wie gesagt, ich kann jetzt noch nicht sagen, was genau es sein wird, weil das Programm wird ja erst vor Ort erstellt. Aber es ist ein sehr, sehr spannendes Format. Ich würde mich freuen, wenn wir uns da alle wieder mal wieder treffen. Also wer da Interesse hat, gerne einmal anmelden. So, ich gucke mal rein, ob wir uns noch weitere Fragen erreicht haben. Ja, dann nochmal die Frage, ob die Aufzeichnung zur Verfügung gestellt wird. Definitiv. Alle, die sich angemeldet haben, da waren oder auch nicht, kriegen die Aufzeichnung zugesendet. Wir werden auch nochmal unser Merkblatt dort verlinken. Und Fabian hat mir vorher schon mitgeteilt, er stellt auch die Fragen bzw. die Folien zur Verfügung. Das heißt, die werden auch dabei sein. Ich hoffe, dass wir es das bis morgen hinkriegen, dass das Ganze dann an euch rausgeht. Gut. In dem Sinne wäre ich mit meinem Part am Ende. Ich gucke nochmal, ob noch was Neues reingekommen ist. Fabian, ich möchte mich bei dir ganz, ganz, ganz herzlich bedanken. Ich finde es super, dass du uns, wie gesagt, diesen Einblick gegeben hast und auch Hoffnung gegeben hast. Wie gesagt, du hast ein paar Mal gesagt, es ist unglaublich, wird gesagt, scheiße, was da passiert ist, wenn man betroffen ist. Aber ich glaube, du hast sehr gut nochmal aufgezeigt, dass es wirklich Wege gibt, da rauszukommen. Wichtig ist, dass man sich strukturiert vorher Gedanken macht, was mache ich, wenn ein Vorfall da ist. Und das Wichtige ist, das auch offen zu kommunizieren mit seinen Kunden vor allem. Weil ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Nicht, dass die über fünfte, sechste, siebte erfahren, was da eigentlich vonstatten geht, sondern dass man da eine offene Kommunikation pflegt. Und wie gesagt, dass man auch strukturiert an die ganze Sache rangeht. Ja, in dem Sinne, wie gesagt, vielen lieben Dank für die Hinweise. Und ja, in dem Sinne wünsche ich allen noch einen erfolgreichen Tag. Bis bald. Vielen Dank. Und auch im November geht es dann trotzdem natürlich im Bereich IT-Sicherheit immer weiter. Ne? Es wird ja nicht einfach nur eingestellt, weil Marketingmonat ist. Natürlich Vielen nicht. lieben Wir Dank können für ja die auch. Möglichkeit. Vielen lieben Dank dafür, dass Sie alle zugehört haben, dass Sie da waren. Und ja, lassen Sie uns gemeinsam das Netz und die Arbeitswelt ein bisschen sicherer machen. Bis dann. Tschüss. Ciao.